Also das Thema ist fortgeschrittene reguläre Ausdrücke oder reguläre Ausdrücke für Fortgeschrittene. Der Donald Knuth, hier Programmierung, bei mir ist immer Donald Knuth Zitat dann dabei. I define Unix as 30 definitions of regular expressions living under one roof. Donald Knuth referenziert darauf, dass jetzt, wenn man sich POSIX durchliest, dann existieren da drinnen mehrere reguläre Ausdrücke, Definitionen, also BE, RE, REC etc. Und ich würde es einmal eher als Kritik verstehen, weil im Endeffekt ist der Benutzer ziemlich verwirrt, okay, was kriege ich da eigentlich, wenn ich irgendein Tool verwende, das regex implementiert. Es ist ein Grundproblem von regulären Ausdrücken. Und gut, wir werden uns heute damit befassen, okay, wenn wir ein fortgeschrittener Benutzer von regulären Ausdrücken sind, und was meine ich damit? Ich habe einmal einen Vortrag eher so in Anfängerrichtung gemacht, der heißt Regex in der Praxis. Der ist noch online, falls sich jemand die Folien anschauen möchte. Da erkläre ich noch eher die Basics von regulären Ausdrücken. Da habe ich ein recht lustiges Äquivalenzquiz, also ich werfe einen regulären Ausdruck auf die Folie und habe dann ins Publikum gefragt, welche anderen regulären Ausdrücke sind äquivalent zu diesem, der da steht. Sowas hilft, glaube ich, recht gut, um einmal die Basics zu verstehen. Allerdings wollen wir uns heute auf fortgeschrittene Elemente beziehen. Kurz zum Rekapitulieren, was ich damals erzählt habe. Was will man eigentlich mit einem regulären Ausdruck erreichen? Ein regulärer Ausdruck ist einmal grundsätzlich ein String, der mehrere Strings spezifiziert. Im Grunde eine Sprache damit, weil eine Sprache kann jetzt auch nicht einfach dadurch definiert werden, dass es Wörter sind und diese Gesamtheit an Wörtern ist die Sprache selbst. Und dann fragt man sich immer, ob ein gewisser Input-String, mit dem man vergleichen will, innerhalb dieser Sprache ist. Das ist genau die Definition vom ersten Anwendungsfall für reguläre Ausdrücke, das Matching. Wir haben eine Beschreibung für eine Sprache, das ist ein regulärer Ausdruck, und wollen schauen, ob einer enthalten ist. Wenn man das gemacht hat, dann kann man noch weitergehen und noch einen Anwendungsfall haben, der lautet, wir wollen Teile daraus extrahieren. Wir haben einen regulären Ausdruck, der mehrere Gruppen enthält und jede einzelne Gruppe will ich dann extrahieren, um sie vielleicht auch für den nächsten Anwendungsfall, das Ersetzen, zu verwenden. Ich nehme den Unterausdruck her und ersetze gegen irgendwas anderes. Es kann zum Beispiel eine normalisierte Version davon sein. Wenn sich der Benutzer vertippt bezüglich eines Worts, dann wollen wir antworten, immer den ersten Buchstaben groß haben und den Rest klein, sowas in die Richtung. Das sind einfach drei verschiedene Anwendungsfälle für reguläre Ausdrücke und das soll halt diese Grafik darstellen. Hier noch einmal zusammengefasst, was ich eigentlich jetzt erzählt habe, nämlich ein String spezifiziert mehrere Strings. Ganz oben steht noch das Element, das ist eine Domain-Specific Language. Regex versucht nicht alle Probleme dieser Welt zu lösen, das ist nicht die Aufgabe von regulären Ausdrücken, sondern sie sagen genau, wir wollen überprüfen, entspricht dieser String einer gewissen Grammatik. Und genau für dieses Problem, glaube ich, ist ein regulärer Ausdruck an sich ziemlich gut zu gebrauchen. Und das definiert halt Domain-Specific, wirklich nur ein bestimmter Task. Das entspricht auch der Unix-Philosophie, die sagt, versuch lieber eine Aufgabe zu erfüllen und mach die dafür ordentlich. Unix habe ich jetzt erwähnt. Unix, historisch gesehen, waren die ersten, die wirklich reguläre Ausdrücke in die Praxis gebraucht haben, also Ken Thompson, Dennis Ritchie und so, die haben die Tools geschaffen, um reguläre Ausdrücke anwenden zu können. Und zu guter Letzt, reguläre Ausdrücke sind meiner Meinung nach ein notwendiges Tool für Programmierer, weil jeder von uns, der programmiert, kommt irgendwann in die Situation, er möchte überprüfen, ob Daten valid sind. Also er kriegt vom Benutzer irgendeine Daten und es gibt immer welche, die zurückgeworfen werden müssen, hingegen andere akzeptiert werden. Und wenn man jetzt einen Text hat und man will jetzt den nach einer gewissen Beschreibung überprüfen,
dann eignen sich reguläre Ausdrücke ziemlich gut. Und dann will ich nicht eigentlich sowas anfangen, wie ich fange an, lauter If-Else-Konstrukte und sowas rein noch mit zahlreichen Vorschleifen rundherum zu bauen, weil die ganzen Spezialfälle abzudecken, das ist nicht so leicht. Also ich behaupte, da baut man mehr Fehler ein, als wenn man reguläre Ausdrücke verwendet. So, das sind noch einmal die Basiselemente, die ganz leichten. Also der Punkt steht genau für ein beliebiges Zeichen. Die Betonung ist auf 1, also nicht 0 oder viele, sondern wirklich genau ein Zeichen. Und das ist beliebig. Man muss ein bisschen aufpassen. Meist muss man auch einen Modifier dazu schicken, damit er auch das New Line als ein beliebiges Zeichen sieht. Einfach weil die regulären Ausdrücke aus der Schiene gekommen sind, dass man immer nur Zeilen überprüft hat, da waren New Lines nicht dabei. Deshalb hat man so definiert, normalerweise ist ein Punkt kein New Line. Dann gibt es die drei Quantifier, die ziemlich bekannt sind, Fragezeichen, Plus und Stern. Fragezeichen von 0 bis 1 von der Quantität her, Stern 0 bis unendlich und Plus ist 1 bis unendlich. Dann Alternation, ich will aussuchen, entweder matche mir das eine oder das andere. Wir haben Characterlists. Characterlists sagen, Listen, Zeichen auf, die vorkommen können. Also eins davon, genau eines davon, darf an dieser Stelle vorkommen. Praktisch ist auch, dass man oft ein Minus dazwischen reingeben kann, also zwischen A und Z zum Beispiel. Dann matcht es alle Buchstaben des lateinischen Alphabets, alle Kleingeschriebenen. Ich kann diese Characterlist auch negieren, indem ich den Caret vorne hinstelle, das ist zu Deutsch Hackerl. Und ich kann es. Dachel, danke. Es gibt auch die Shorthand Character Lists, die ist noch einmal vereinfachen. Also es gibt einfach so Terme, die immer wieder vorkommen, zum Beispiel überprüfen, ob es eine Ziffer ist. Dann will man nicht immer hinschreiben, eckige Klammer auf, 0 bis 9, eckige Klammer zu. Insbesondere wenn dann Unicode dazukommt und wir haben viel mehr Zeichen. Das wollen wir vermeiden. Wir haben Backslash D und das ist einfach eine Ziffer. Dann haben wir noch Anker. Caret außerhalb von Character Lists steht dafür, dass hier das String beginnen muss. Er matcht nicht direkt selbst ein Zeichen. Er steht wirklich nur dafür, dass hier das String beginnen muss, der gematcht werden soll. Äquivalent des Dollarzeichen für das Ende des Strings. Und dann wollen wir noch ermöglichen, dass wir solche Teilelemente herausnehmen. Das, was ich früher erwähnt habe mit Teile extrahieren, das macht man genau mit Groups, die mit runden Klammern notiert werden. Zu guter Letzt gibt es noch, insbesondere seitens POSIX definiert, Character Classes in eckigen Klammern, noch einmal in eckigen Klammern, umgeben von Doppelpunkten, steht drinnen ein Identifier für einen gewissen Zeichenbereich. Also das Backslash D ist genau äquivalent zu diesem Digit, das hier steht. Nicht wirklich Thema dieses Talks. Jetzt kommen wir zu den Advanced Features von regulären Ausdrücken. Wir haben einmal Named Groups. Named Groups sagt jetzt aus, wir wollen Gruppen matchen. Allerdings wollen wir diese Gruppen nicht so klassisch durchnummeriert haben. Wie funktioniert das mit dem Durchnummerieren? Naja, wenn ihr einen regulären Ausdruck schreibt und da immer solche Klammerpaare mit runden Klammern schreibe, dann wird es durchnummeriert von links nach rechts mit der öffnenden Klammer. Und jetzt will ich es vermeiden, dass da eine Zahl verwendet wird, sondern irgendwas Semantischeres. Das heißt, jetzt haben wir den ganzen Programmiersprachen Hashmaps und ähnliches, Dictionaries und wie sie heißen, vorhanden. Und das will ich jetzt verwenden, dass ich Key-Values-Zuordnungen mache. Ich sage, ich gebe eine semantische Information hin, also hier ist es angegeben als x. Und nach diesem Größerzeichen würde jetzt ein beliebiger regulärer Ausdruck stehen. Der gematcht wird, wird mit dem Namen x annotiert.
hilft einfach, ein bisschen einen besseren Überblick über die regulären Ausdrücke zu behalten. Dann haben wir noch die Unmatched Groups. Wir haben das Problem, dass, also man kann es auch als Problem jetzt ignorieren, aber es könnte sich ergeben, aufgrund dessen, dass man den Geltungsbereich von Alternationen einschränken wollen, dann brauchen wir die runden Klammern. Also die Alternation ist genau dort, wo die runden Klammern sie umgeben, gültig. Und dort führe ich auch damit eine neue Gruppe ein. Aber die ist vielleicht gar nicht so interessant. Das heißt, ich will explizit sagen, diese Gruppe interessiert mich später nicht. Die will ich gar nicht extrahieren. Die kann ich nicht weiter gebrauchen. Deshalb matches sie mir gar nicht. Und das mache ich mit diesem Operator. Nach der öffnen runden Klammer kommt ein Fragezeichen und ein Doppelpunkt. So, dann haben wir vier nette Features, die alle Look-Aheads und Look-Behinds heißen. Ich glaube, damit man die Schriftart besser sieht, werde ich doch noch einmal zurück zum ersten gehen. Und da haben wir den Positive Look-Ahead. Positiv steht dafür, dass etwas gematcht werden soll. Look-Ahead heißt in Zukunft. Positive Look-Ahead ermöglicht es mir, in die Zukunft zu schauen und sagen, wenn du jetzt weiter den Input verarbeitest, dann muss genau dieser String gematcht werden. Sonst weise den Input-String ab. Also behaupte, es wird nicht gematcht. Also, wenn jetzt, in diesem Fall, wenn jetzt Y dort steht, als beliebiger regulärer Ausdruck, ist bei einem Positive Look-Ahead erforderlich, dass dieses Y sich genau so, schlussendlich genauso aussieht wie das X. Das ist notwendig, damit der Input-String überhaupt akzeptiert werden kann. Positiv steht dafür, dass es überhaupt akzeptiert wird. Die Negative sagen, dies darf nicht gematcht werden. Hingegen das Look-Ahead steht dafür in die Zukunft. Also das gilt als Äquivalent. Positiv haben wir Look-Behind. Look-Behind heißt zurück in die Vergangenheit. Das heißt, den String, den du gerade früher gematcht hast, der darf nicht der Spezifikation X entsprechen. Also das kann wieder ein beliebiger regulärer Ausdruck sein. Äquivalent noch Negative Look-Ahead. Wir schauen voraus und sagen, dieses gegebene X darf nicht gematcht werden. Und zu guter Letzt noch Negative Look-Behind. Äquivalent, wir weisen ab. Also, wir sagen, dieser String darf vorher nicht gematcht werden. So, dann gibt es noch dieses schöne Konzept von Unicode Categories, das jetzt immer mehr Einzug erhält. Also Backslash P ist so quasi ein Interface zu Unicode. Unicode klassifiziert, also grundsätzlich Unicode mappt eine gewisse Zahl einem Zeichen zu. Und jetzt gibt es einfach Zeichenklassen, sowas wie das griechische Alphabet oder das lateinische Alphabet. Und jetzt wollen wir sagen, hier kann ein beliebiges Zeichen des griechischen Alphabets stehen. Dann kann ich schreiben, Backslash P, geschwungene Klammer auf, Greek, geschwungene Klammer zu, und genau das wird dann gematcht. Das ist ein wunderbares Interface für Unicode, ist auch sehr effizient, also sehr brauchbar. Conditionals gibt es auch noch, insbesondere bei Python genutzt, wo wir mit der runden Klammer, jetzt einmal grundsätzlich mit einem Fragezeichen beginnen und dann steht in einer runden Klammer eine Gruppenreferenz. Also es kann entweder eine Zahl sein, wenn wir durchnummeriert haben die Gruppen, oder ein Identifier haben, wenn wir Named Groups haben. Und jetzt ist die Semantik so definiert, wenn diese Gruppe, die ich gerade meine, gematcht worden ist, dann musst du den Regex, der bei then steht, matchen, sonst den Regex, der bei else steht. Und Backreferences sind so aufgebaut, wir matchen in einer Gruppe vorher ein Element, also zum Beispiel mit x, und später schreiben wir Backslash 1, das heißt, verwende noch einmal den Inhalt von der vorigen Gruppe,
Und dieser muss hier genauso vorkommen, wie er vorhin gematcht wurde. Also da geht es nicht darum, dass jetzt der Regex noch einmal rüber kopiert wird, sondern wirklich, was vorhin gematcht wurde. Also das, was im Input-String vorgekommen ist. Das sind Back-References. So, wie können wir das jetzt noch näher diskutieren? Wir brauchen ein bisschen APIs und Libraries und sowas. Tools und APIs. Wir haben Programmiersprachen. Das ist von vorgestern. Die Größe entspricht genau dem Wert im Tiova-Index. Wie stark frequentierte Programmiersprachen gerade in gängigen Suchmaschinen sind. Java ist da momentan ganz vorne, gefolgt von C. Objective-C hat auch ordentlich zugelegt durch Apple. Und ich werde jetzt ein bisschen aus vier Sprachen erzählen. Das ist einmal Java, das ist Python, das ist Go und das ist Perl. Wieso habe ich jetzt genau Programmiersprachen herausgenommen und nicht andere Tools? Ich habe mich ein bisschen umgeschaut, was es so gibt. Da gibt es viele sehr auch wieder domänenspezifische Werkzeuge, die zum Beispiel sehr stark mit XML verbunden sind. Deuce zum Beispiel. Und diese Werkzeuge sind halt teilweise sehr, also es handelt sich einerseits manchmal um Prototypen aus dem akademischen Bereich, das heißt etwas, was vielleicht gut funktioniert, aber allerdings schlecht dokumentiert ist und nicht weiterverfolgt wird oder weiterentwickelt wird. Das andere Problem, das wir haben, ist vielleicht etwas zu stark kommerzialisiertes, wo man nicht einmal in Source Code reinschauen kann. Das habe ich natürlich auch nicht analysieren können. Dann gibt es noch andere Trends, wie man Sprachen verarbeitet. Das sind zum Beispiel Parser-Generatoren wie AntLR. Wieso ist jetzt AntLR zum Beispiel uninteressant, wenn wir reguläre Ausdrücke besprechen? Das liegt einfach daran, dass diese Parser-Generatoren mehr darauf bedacht sind, strukturelle Informationen beizubehalten. Das heißt, die sind ja darauf bedacht, zum Beispiel gute Compiler-Fehler rauszuwerfen. Also der User schreibt seine eigene Programmiersprache und wenn jetzt irgendwas nicht passt, muss die Fehlernachricht möglichst hilfreich für den Benutzer sein. Das heißt, diese Libraries versuchen möglichst viel strukturelle Informationen zu erhalten und da geht es nicht um Effizienz. Effizienz interessiert mich jetzt besonders im Vortrag. Packs sind auch noch ein neuerer Trend, gibt es seit 2005. Im Gegensatz zu regulären Ausdrücken sind sie nicht mehrdeutig und die Packs haben eine ganz eigene Semantik, das macht sie noch ein bisschen schwierig vergleichbar mit regulären Ausdrücken und ich sage es ganz ehrlich, ich habe noch nicht ganz durchblickt, wie weit die Theorie ist, dass sie auch das in die Praxis ziehen können. Also da gibt es noch voll Diskussionen in Papers, die man findet. Gut, gehen wir kurz die vier Programmiersprachen durch, die ich jetzt rausgewählt habe. Das wäre einmal Java. Java hat jetzt den Ansatz, dass es zwei Klassen hat. Das ist einmal zuerst das Pattern und dann später der Matcher. Also wir erstellen eine Pattern-Instanz und mit dieser gehen wir dann her, werfen sie gegen einen Input-String und daraus erhalten wir eine Matcher-Instanz. Und aus der Matcher-Instanz kriege ich dann zum Beispiel die ganzen Gruppeninformationen und ähnliches, was ich für die weitere Verarbeitung benötige. Es gibt halt gewisse Einschränkungen bei Java. Eine davon wäre, die Look-Aheads und Look-Behinds müssen eine fixe Länge haben. Das bedeutet, wir haben früher gesagt, der schaut voraus oder zurück. Und dieser String, der das angibt, was er jetzt vorausschauen soll, da muss die Stringlänge feststellbar sein. Das heißt, der Punkt Stern zum Beispiel, der ginge nicht, weil da wissen wir ja nicht aufgrund der Quantität, wie groß das sein kann. Das würde Java als nicht gültigen regulären Ausdruck zurückweisen. Unangenehm finde ich auch noch bei Java, wenn wir, sagen wir mal, eckige Klammer escapen müssen, dann müssen wir einen doppelten Backslash verwenden, weil die doppelten Anführungszeichen da drinnen muss, die doppelten Backslashes, also
Ein doppelter Backslash steht für einen Backslash innerhalb eines doppelten Anführungszeichens und deshalb ist halt, muss man zwei schreiben. Kann man natürlich beliebig diskutieren, wie schlimm das ist. Aber im Allgemeinen gilt, Java ist alt und stabil und da haben sich Leute wirklich Gedanken darum gemacht. Und ja. Würde man das Hochkomma nicht auch escapen? Würde man das hoch. Das Hochkomma habe ich jetzt als Beginn und Ende vom String gemeint, also seitens Java, nicht Teil des regulären Ausdrucks. Weil es nur das Ende ist. Weil es nur das Ende ist. Da ist nur A Hochkomma, das ist zum Schluss. Am Anfang ist es. Absolut richtig. Das, mir kommt vor, ich hätte da sowieso einen Quantifier gesehen. Blödsinn, tut mir leid. Das Anführungszeichen gehört nicht her. Go hat eine ziemlich neue und interessante Engine. Und da war ich auch ganz begeistert, weil dieses Zitat dabei steht. Interessant. Also die Dokumentation dafür sagt, the regular expression implementation provided by this package is guaranteed to run in time linear in the size of the input. This is a property not guaranteed by most open source implementations of regular expressions. Es hat die BCRE Engine gegeben, die stark verbreitet worden ist, weil das GPL ist und damit den kommerziellen Anwendungen ein bisschen Probleme gemacht hat, haben sie viele Abwandlungen, sage ich mal, von PCRE entwickelt. Auf jeden Fall, PCRE war so eine sehr beliebte und dann ist man irgendwann draufgekommen, insbesondere bei Perl und bei Python, da gibt es gewisse Probleme mit der Laufzeit und das kann man besser machen. Rustcox ist der Entwickler von dem Paket und der hat Google Code Search geschrieben. Bei Google Code Search hat man wirklich einen regulären Ausdruck angeben können. Und das kann natürlich jeder Benutzer. Das heißt, die regulären Ausdrücke, wie die ausgewählt werden, müssen wirklich effizient sein. Und der hat sich wirklich einmal dazu gesetzt und überlegt, wie man das schreiben kann. Go hat damit natürlich der Laufzeit sehr stabile Engine. Aber ich werde dann einen Testfall, wo ich auch ein bisschen überrascht war, zeigen. Übrigens ist das auch in die anderen Sprachen, die ich gerade diskutiere, portiert worden, also da gibt es auch schon. Die Engine selbst heißt Re 2 und dafür gibt es Ports nach Python, Perl etc. Python hat, also da gibt es Re. Also das Paket heißt Re und Re.compile, damit kann man regex präkompilieren und später mit diesem Beispiel diese Methode Search, Match, Full Match, Split, Find All, Sub Escape ausführen. Escape wahrscheinlich nicht, das würde nur Escape einen regulären Ausdruck für eine Anwendung im regulären Ausdruck. Auf jeden Fall, Full Match ist zum Beispiel neu dazukommen, damit sagt man explizit noch einmal durch den ganzen String matchen, weil ich glaube, das hat einige User verwirrt und das ist halt eine neue Methode in Python 3. Das hat es bei Python 2 noch nicht gegeben. Gehen wir weiter zu Perl. Perl hat diesen Operator Gleichzeichen und Tilde, um einen String gegen einen regulären Ausdruck zu testen. Oder um genau das Gegenteil, also matcht nicht, wird durch einen Operator Rufzeichen gleich erreicht. Na, Entschuldigung, Rufzeichen Tilde natürlich. Genau. Perl war die Inspiration für die PCRE-Library, die ich gerade früher erwähnt habe, Perl Compatible Regular Expressions. String Interpolation, war ich wirklich fasziniert, was das eigentlich für ein Problem sein kann. Also, gleich mal vorweg, Java kann hergehen und die regulären Ausdrücke, wenn sie jetzt das Programm compilen will, alle einmal raus extrahieren und beliebig gut optimieren. Und die optimierte Version dann in Bytecode reinschreiben. Das kann Java machen. Perl kann das nicht. Wieso kann Perl das nicht? Weil drinnen die ganzen, mit Dollar irgendein Identifier schreibt man Variablennamen in Perl und diese können im regulären Ausdruck vorkommen. Das heißt, Perl kann im Allgemeinen gar nicht hergehen und sagen, ich nehme mal alle regulären Ausdrücke heraus und versuche sie irgendwie zu optimieren.
Java ist natürlich auch noch kompiliert gegenüber Perl, das interpretiert ist. Das heißt, da hat man schon einen Performanceverlust. Das ist mit String Interpolation gemeint, eine Variable einsetzen im regulären Ausdruck so direkt. Kurz zu den Engines. Ich will ein bisschen aufreißen, so was sind jetzt wirklich die Unterschiede zwischen den verschiedenen Engines. Als erstes auf der Liste. Aber einmal, was alles raus extrahiert werden kann. Im ganz Allgemeinen natürlich die Gruppen, die will ich weiterverwenden. Aber gibt es da auch, gibt's auch Funktionalitäten, um viele Matches, beliebig viele Matches rauszunehmen. Also ich habe einen regulären Ausdruck und versuche möglichst viele nicht überlappende Treffer zu finden. Das ist eine Funktionalität, die inzwischen schon alle Engines, die in den Programmiersprachen vorkommen, vorhanden ist. Ist aber allerdings, hat erst dann, also in alten Engines ist es noch nicht vorgekommen. Genau, wie ist die Einbettung in die Hauptprogrammiersprache? Ist das irgendwie ein Synthetic Sugar, so wie im JavaScript, wo man zum Beispiel mit Slashes die regulären Ausdruckobjekte erstellen kann, erreichbar? Gleiches findet man auch in Perl. Oder ist es so wie in Java oder bei Python, wo man keinen Synthetic Sugar hat? Das ist eher was praktisch ist für einen Programmierer, dass er gleich reguläre Ausdrücke erkennt. Modifier gibt es auch noch viele und da gibt es kleine Unterschiede. Also ein paar Engines unterstützen mehr Modifier, aber im Grunde haben sie alle einen gemeinsamen Konsens, dass sie sagen, wir haben einen Modus, wo man Multilines, mehrere Zeilen auf einmal matchen, gegenüber Modi, der immer nur zeilenbasiert arbeitet. Weiters noch Dot All, das wird jetzt genau dementsprechend, da Dot würde auch das Newline matchen. Das ist immer der Dot All Modifier. Ambiguities Resolved ist auch noch eine interessante Frage, weil reguläre Ausdrücke sind ja an sich ambitious, also mehrdeutig. Du hast einen regulären Ausdruck und jetzt fängst du eine Alternation an. Jetzt könntest du die linke Seite mit einem A beginnen und auch die rechte Seite mit einem A beginnen. Wenn jetzt die Regex-Engine versucht, diesen regulären Ausdruck irgendwie zu verarbeiten, muss sie sowohl die linke Seite als auch die rechte durchprobieren, weil da eine Mehrdeutigkeit vorhanden ist. Also da könnte man eigentlich das A schon vorher herausziehen, als Präfix in Teil der Vorderalternation vorkommt. Solche Mehrdeutigkeiten auflösen ist im Allgemeinen sinnvoll, weil die Struktur dann von der internen Repräsentation vom regulären Ausdruck dann wesentlich effizienter gestaltet werden kann. Greediness, ich werde jetzt nicht mehr wirklich darauf eingehen, aber Punktstern tut das an möglichst langen String matchen oder an möglichst kurzen. Das ist die Frage von Greediness, habe ich im Vorgangsvortrag besprochen. Und die Frage ist, wie geht man damit um, wie gut kann man das konfigurieren? Gibt es Modifier dafür, um das einzustellen? Allerdings auch den Quanti, also zum Beispiel ein Plus, gefolgt noch von einem Fragezeichen, würde das Plus statt greedy, non-greedy machen. Word Boundaries, das ist wirklich das Feature, wo ich mir denke, da ist sich niemand einig, wie man die notiert. Der Anfang von einem Wort und das Ende. Die einen verwenden Backslash B, die anderen verwenden Backslash kleiner und Backslash größer etc. Caching ist interessant, weil wenn wir reguläre Ausdrücke verwenden, dann könnte es ja sein, dass wir sie wiederverwenden im Programm. Jetzt geht zum Beispiel Python, habe ich herausgefunden, dass das immer per Default 5 reguläre Ausdrücke cached. Das heißt dann Least Recently Used Cache Hunts, wo sie die interne Repräsentation für einen regulären Ausdruck bauen. Und wenn man den jetzt nicht mehr verwendet, bleibt er trotzdem im Cache. Und wenn später eine Regex wiederverwendet, wird er gar nicht mehr in diese optimierte Version gebracht, sondern der alte wiederverwendet. Ist für die Größe 5 interessant. Bei Go habe ich es noch nicht herausgefunden. Da steht so im Source Code, sie würden
alle kompilierten regulären Ausdrücke irgendwie speichern. Das klingt sehr böse und ich weiß nicht, ob das mit meinem späteren Beispiel für die Go-Engine zusammenhängt. Gut, Memory Requirements und Runtime Guarantees sind natürlich die typischen Ressourcen der Informatik, die es gilt, möglichst gering zu halten. Gehen wir auf einen Aspekt näher ein, den ich noch nicht erwähnt habe. Das ist leftmost longest gegenüber first. Also, leftmost longest means when matching against text, the regular expression returns a match that begins as early as possible in the input, leftmost, and among those, it chooses the match that is as long as possible. Also zuerst einmal versuchen, den ersten einmal zu finden und unter diesen wählt er den längsten in dem Fall aus. Das sind, dieses Verhalten haben die POSIX-Engines, die zum Beispiel bei CREP verwendet werden. Und das ist ja auch ein Performance-Lust, weil wenn du schon einen gefunden hast, musst du noch nach dem längsten suchen. Das ist vielleicht ein Overhead, den du ja gar nicht brauchst. Also vielleicht bist du schon mit dem ersten zufrieden. Ich glaube, das ist auch der Grund, wieso es in den Sprachen noch einmal Go, Java, Perl und Python, in denen alles ist es leftmost first implementiert. Also sobald er einen hat, ist er zufrieden. Hier noch einmal an einem Beispiel. Wir haben den regulären Ausdruck, der beliebiges matcht. Punkt Stern steht für beliebig viel Inhalt. Und dann haben wir eine Alternation zwischen ham and ham and spam. Wenn wir jetzt den Input eggs and ham and spam reinstecken, dann wird einmal die Regex-Engine als allererstes den ganzen String matchen. Punkt Stern matcht einmal alles. Und dann siehst du die Alternation. Die leftmost first engines schauen sich jetzt den linken Teil der Alternation an und entdecken, hoppla, das kriegen wir irgendwie hin, dass da gematcht wird. Ich muss ja nicht wirklich da hinten terminieren, weil da ist ja kein Dollarzeichen oder ähnliches. Das heißt, ich kann eigentlich von X bis Ham dorthin gehen und mich dann zufrieden geben und diesen Herrn zurückliefern. Die leftmost longest engines hingegen gehen her. Und bei dem gleichen Beispiel matchen sie zwar zuerst die linke Seite von der Alternation ham, aber müssen auch die rechte Seite durchprobieren und schauen, ob das nicht ein längerer ist. Und jetzt geht es her und matcht noch einmal and ham and spam und bemerkt, okay, das ist ein längerer. Also geben wir den längeren Match zurück. So, jetzt kommen wir ein bisschen noch zu einem Beispiel. Was ich mir eigentlich als trivial erachtet habe und dann draufgekommen bin, das ist ja doch nicht so trivial, muss man ein bisschen mitdenken. Gegeben sei, wir wollen einen beliebigen Input matchen, außer er ist genau das String 01234. Wenn wir jetzt die Beispiele zum Beispiel, die Beispiele da haben, A, B oder einen leeren String, das wird alles gematcht, solange es nicht genau das String 01234 ist. Der wird zurückgewiesen. Genau das, für das Beispiel suchen wir einen regulären Ausdruck. Ich habe einmal im Tutorium die Frage gestellt und ein Studierender ist mit der Lösung hergekommen. Das ist natürlich ein interessanter Ansatz, weil es, glaube ich, ziemlich sicher von dem abgeleitet ist. Also in eckigen Klammern spezifiziere, was ich haben will, außer es steht vorne Caret, dann ist es nicht das. Das könnte man ja auch für Gruppen einführen, oder? Also vorne bei der Gruppe einführen. Caret negiert es, genau. Also natürlich Blödsinn, wenn man das vorige Beispiel anschaut, wird es genau bedeuten, hier muss das String anfangen. Also es wird genau alle Strings matchen, die mit 01234 beginnen. Ich habe es jetzt noch einmal explizit gemacht. Bei diesem Beispiel, dass wir wirklich den ganzen String matchen wollen, deswegen habe ich den Caret und das Rollerzeichen vorne und hinten angestellt. So, wenn wir jetzt der Character List verwenden und da einen Caret hinstellen, was würde da für ein Problem auftauchen? Es würde nur eins von diesen
oder genau neben 1 um die 0 anzuwerfen. Genau, es würde ganz allgemein gesagt eine Stringlänge 1 verlangen, aber wir haben ja gesagt, es darf ein beliebiger String sein. Das würde nicht funktionieren. Gehen wir weiter. Und wie wäre es damit? Er muss genau 5 Zeichen lang sein, der String. Bitte lauter. Dieser String müsste genau 5 Zeichen lang sein, dass er mit. Genau. Setzt wieder voraus, dass die Stringlänge 5 vorgeschrieben ist. Passt. Versuchen wir so irgendwie zu fixen. Maximal 5 Zeichen. Genau, jetzt haben wir zwar nicht mehr die Beschränkung exakt 5, sondern 0 bis 5. Naja, macht aber die Situation noch nicht. Perfekt. Passt, Punkt Stern hinten. Jetzt matcht alles. Ganz genau, wenn du jetzt 0, 1, 2, 3, 4 reinkriegst, vergiss da vorne den ganzen Term, Punkt Stern matcht das eh. Und vorne können wir immer die Quantität 0 verwenden. Probieren wir weiter. Match den IMEX Source Code. Ist nichts Besonderes eigentlich drin, das ist genau dasselbe wie früher. Jetzt habe ich nur Gruppen eingeführt, um aufs nächste Beispiel vorzubereiten. Da habe ich was anderes gemacht. Ich habe jetzt die Fragezeichen hinten hingestellt. Hat jemand wieder ein Gegenbeispiel, ob das nicht klappt? Quarka-Text wäre erlaubt, weil es ein beliebiger String ist, der nicht nur 1, 2, 3, 4 ist. Genau, das geht nicht. 0, 1, 2, 3, 4, 5 geht nicht. Bei diesem Beispiel müsste aber akzeptiert werden, weil es nicht 0, 1, 2, 3, 4 ist. Ganz genau. Was haben wir da geändert? Sagen wir so, beim vorigen war es vielleicht zu erwähnen, ein Fehler könnte eher sein, dass wir sowas wie eine 0 alleine nicht erlauben. Also eine 0 alleine müsste eigentlich akzeptiert werden, aber dadurch, dass wir verlangen, das erste Zeichen muss keine 0 sein, wäre das nicht möglich. Und jetzt ist der Ansatz vom nächsten regulären Ausdruck, naja, liest man das halt auf. Das, glaube ich, klappt nicht so wirklich. Dann überlegt man noch, naja, es muss nicht 0 an sein, so wie wir früher hinschrieben haben, dann schreiben wir Punkt an und so. Ich habe da nur die Listen hingeschrieben, was bei den regulären Ausdrücken nicht passt, damit man es später noch vollziehen kann. Und war es sinnvoller, wenn wir das bisherige jetzt ein bisschen zusammenfassen und da mal genauer überlegen. Also, wenn der String kürzer ist als die 5 Zeichen, dann darf ja beliebiges passieren. Ist kein Problem. Wenn er genau die Länge 5 hat, darf er genau nicht aussehen wie 0, 1, 2, 3, 4. Wenn, also wie kann ich das formulieren? Genau nicht 0, 1, 2, 3, 4. Das müsste man umtransformieren in die Aussage, ein Zeichen ist unterschiedlich zu 0, 1, 2, 3, 4 an der jeweiligen Position. Und zu guter Letzt, wenn es länger als 5 Zeichen ist, kein Problem. Alles beliebig akzeptieren. Wie können wir das erste formulieren? Also wenn der String kürzer ist als 5 Zeichen, gibt es Vorschläge. Punkt, geschwungene Klammer auf, 2-5, geschwungene Klammer zu. Nein, 2-4, oder? Du matchst B
bis zur Quantität 4 dann eigentlich. Weil 5 darf es nicht mehr inkludieren, weil das wäre 0 bis 4. Genau, wird funktionieren. Ich habe da jetzt einen anderen Punkt Fragezeichen. Durchaus mit der Überlegung, dass das vielleicht ein bisschen für die Performance nicht so gut sein kann. Beim nächsten wird schon etwas komplizierter. Ich wirf ihn gleich direkt auf die Folien, weil er genau dem entspricht, was wir gesagt haben. Eines der Zeichen entspricht nicht dem 0134 an genau dieser Position. Klingt plausibel. Und das letzte habe ich jetzt genau wie du gemacht. Das diesmal habe ich die Dschungelklammer verwendet. So, wenn wir das zusammenstecken, dann haben wir wieder die meiner Meinung nach richtigen Lösungen. Also alles, was ich irgendwie checken habe können, das hat alles gepasst. Also ich behaupte wirklich die richtige Lösung. Na gut. Aber wir kennen ja Negative Look-Aheads. Wir können ja vorausschauen und sagen, das darf jetzt nicht vorkommen. Das ist jetzt ein ganz klassisches Beispiel, das war eigentlich nur dazu da, zu zeigen, wie man zum Beispiel Negative Look-Aheads verwenden kann. Und jetzt schreibe ich das hin. Es hat noch ein Problem. Hat jemand eine Idee, wieso? Das würde nicht der Spezifikation, die wir früher erwähnt haben, entsprechen. Null 1 2 3 4 5 muss akzeptiert werden. Und wird da hier inwiefern nicht? Weil dann nur 1, 2, 3, 4 da steht. Genau. Ja, und danach, was passiert danach? Ja, dann wird der Input drin verworfen. Na? Dieser negative Flug greift hier bei 0, 1, 2, 3, 4, 5. Die Frage ist, was kann nach dem Matchen von diesem negative Flug halt alles passieren? Die Antwort ist beliebiges, nicht das Ende vom String. Wir müssen es fixen, indem wir einen Dollar noch dazu schreiben. Okay? Also der Negative Look-Ahead sagt, was nachfolgend ist. Aber es verlangt nicht, dass er dann terminiert. Das heißt, das Dollarzeichen war noch nicht. Genau, weil ich früher erwähnt habe, dot new line, schreiben wir es noch nicht explizit dazu. Also das wäre die Lösung genau mit einem Negative Look Ahead. So, das nehmen wir jetzt ein bisschen extremer. Genau wie ist es nicht String, brauche ich einen beliebigen String zusammen, zum Beispiel genau wie ich angefangen habe, 0, 1, 2, 3, 4, das mache ich diesmal bis 500, dann erhalte ich einen ziemlich langen Regex. Und das werfen wir jetzt in eine Regex-Engine und schauen einmal, was dann so passiert. Ob die noch effizient damit zurechtkommt oder nicht. Grundsätzlich ist es so, wenn man die Performance von regulären Ausdrücken überprüft, sagt man immer, die Pre-Compilation-Time, die nimmt man nicht dazu. Das heißt, sowas wie Java, wie früher erwähnt, wenn das kompiliert, dauert es ziemlich lang. Also ich bin mir nicht sicher, was vorher beim Kompilierungsprozess schon an Optimierungen passiert und später beim Hochfahren der JVM. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die da schon Regex-Optimierungen beim Hochfahren durchführt. Behaupte ich, auf Basis dessen, dass die Beispiele, die ich mit dem Vortrag mitliefer, den zugehörigen Source-Code, wenn man den, egal, Sun JDK oder OpenJDK, am Anfang ladet es ziemlich lang, also ungewöhnlich lang, bei diesen Beispielen. Okay, genau das machen wir jetzt mit verschiedenen Sprachen und erhalten diese Tabelle. Also bei der Frage, ist der Look-Ahead oder kein Look-Ahead sinnvoller, ist die Frage. Interessant wird es halt, wenn man so ein Pattern einführt, wie ich da hier oben verwendet habe, Punkt, Fragezeichen, Punkt, Fragezeichen, Punkt, Fragezeichen. Man fängt damit was an, dann muss er dieselbe Variante ohne Match durchprobieren. Also zuerst Quantität 0, dann Quantität 1. Für das nächste Zeichen ebenso 0, 1 und dann muss er wieder zurückgehen und folgen die Quantität ein. Das heißt, da muss er verdammt viel
Kombinationen durchprobieren. Kann die Regex Engine das schon vorher heraus analysieren, wie es den umschreiben kann in eine andere Struktur, wo es effizient verarbeitet werden kann. Das ist die Frage. Im Allgemeinen, wenn wir uns jetzt die Ergebnisse anschauen, muss man ziemlich klar sagen, der Look-Ahead, der ist sinnvoll. Go ist mit der RAID 2 Engine, unterstützt keine Look-Aheads, Look-Behinds und auch keine Back-References. Das ist genau der Nachteil, dadurch, dass sie Linear-Time-Constraints drinnen haben. Und wenn man jetzt anschaut, Go mit No Look-Ahead, und zwar mit der Notation für kleinere Stringlänge, also für das vorige Beispiel kleinere Stringlänge 5. Wenn wir da die zweite Variante, die untere, verwenden, dann kommen wir plötzlich auf 2960 Sekunden. Das waren 50 Minuten, die mein Rechner gerechnet hat. Also das habe ich dann doch interessant gefunden, weil es ja heißt, das ist Linear Time. Das ist natürlich eine Behauptung, die ich jetzt aufstelle, damit, dass da doch Effizienzprobleme zustande kommen können. Das Source Code ist wie besagt online, ihr könnt es selbst durchprobieren und eventuell, keine Ahnung, kommt es ja zu anderen Faziten oder kommt es drauf, was da eigentlich das Problem ist. Jetzt wollte ich noch irgendwas erwähnen. 15 Sekunden. Also OpenJDK hat mich ein bisschen überrascht mit den Zeiten, halt 15 Sekunden, 1,9 Sekunden. Wie besagt, dafür sowohl bei der Zeit beim Kompilieren dauert es ein bisschen und dann, wenn die JVM hochfährt, ungewöhnlich lange. So, wir wollen noch Variadic Matches kurz anschauen. Das ist ein anderer Use Case und da braucht man auch diese Advanced Features, die ich jetzt erwähne. Wir haben eine Textdatei, das ist nichts weiter als eine Sequenz von Zahlen, die getrennt sind durch ein Leerzeichen. Können zum Beispiel einen Graph repräsentieren, wo einfach die ID vom ersten zu den anderen verbunden sind. Wie auch immer, ich will auf jeden Fall all diese Integers herausnehmen. Dann nehmen wir mal Byte her und sagen, ja, definiere einen Regex, um die einzelnen, also diese Integers, die durch den Leerzeichen getrennt sind, zu matchen und dann gehe ich her und extrahiere das mit Gruppen, oder? Wenn ich jetzt in die Gruppen schaue, habe ich ein Problem. Und zwar habe ich nur die Information über das letzte Element. 1337 ist, wenn wir in die vorige Auflistung sehen, genau das letzte Element. Die vorigen sind verloren gegangen. Die Engines merken sich immer nur das letzte Element, das in der Gruppe vorkommen ist, wenn nachfolgend ein Quantor vorgekommen ist, der das wiederholt, also diesen Match. Immer nur den letzten merkt es sich. Wie können wir das jetzt umgehen? Wir müssen uns fragen, überlappen sich die verschiedenen Matches oder nicht? Und die einfache Antwort ist meist, es überlappt sich nicht und deshalb kann man einfach find all verwenden. Wir sagen einfach, nimm diesen Regex her und versuch alles zu matchen. So, jetzt haben wir diesen regulären Ausdruck hingeschrieben und wenden auf find all an. Was passt nicht? Weil wenn wir das anwenden, kommt der Blödsinn raus. Bitte? Das Karree. Der Carrot, ja genau, das Karree. Durchaus. Ist richtig, der reguläre Ausdruck muss natürlich so geschrieben werden, dass er die verschiedenen Elemente matcht und zum Beispiel nicht die Trennzeichen. Das müssen wir natürlich ändern, also den regulären Ausdruck fixen. So kann man die verschiedenen Elemente rausnehmen. Rekursive Strukturen, da kommen Back-References rein. Bitte nicht selbst XML-Basen, bitte einen gescheiten XML-Parser hernehmen und nicht versuchen, da irgendwas mit Back-References zusammenzubauen. Das ist nur ein Beispiel. Und wie schaut das aus? Naja, wir können sagen, wir haben diese spitzen Klammern und dazwischen kommt ein beliebiges Word-Zeichen. Und wenn wir jetzt einen Input-Text haben, wollen wir genau
das, den schließenden Tag matchen. Wir haben halt das Problem, dass hier, hier habe ich glaube ich einen Stern geschrieben, das greedy ist, das heißt, das könnte natürlich auf das zugehörige schließende Element referenzieren, aber dann noch weiter runterrutschen in der Hierarchie. Das heißt, Backreferences eignen sich auch nicht wirklich, um XML zu verarbeiten. Aber wenn man jetzt ganz allgemein jetzt einfach die Tags zum Beispiel durchgehen will, dann sagt man einfach, matche mir mal den ersten, also das erste spitze Klammer und dann irgendein Wörterzeichen. Und wenn es das gematcht hast, könntest du dann einfach mit einem Offset nach oben gehen. Also so kann man einfach rekursive Strukturen ein bisschen analysieren. So, das ist in klein geschrieben. How do I match a new line? Wie schaut eine new line eigentlich aus? Ganz genau, das ist die Frage. Wenn ich einen Zeilenumbruch habe und den will ich matchen, kommen einmal die Linux-Leute her, backslash n, dann kommen die Windows-Leute her und sagen backslash r, backslash n. Dann sind wir einmal mit dem Regel zufrieden, der da steht. Und dann geht es weiter. Also Mac OS bis zur Version 9 hat dann auch noch nur backslash r akzeptiert. Dann gibt es noch ein paar andere Architekturen, das erweitert sich. Der Punkt ist, da müsste man sich eigentlich Unicode anschauen, da schauen, was da alles als Zeilenumbruch definiert ist. Und das ist ziemlich blöd und lang, das will man schreiben. Quintessenz ist, wir brauchen keinen Unicode-Support. Java sagt jetzt zum Beispiel Newlines, kann man mit Backslash groß R matchen. Das ist jetzt genau der Regex, der da drüber steht. Und das würde ich natürlich nie hinschreiben, sondern einfach nur backslash groß R zum Beispiel. Yay! E-Mails-Adressenphasen. Also das ist der Regex, der auf der Rückseite vom Buch steht von Thomas Simoncelli, das ich für meinen Vorgängervortrag zur Vorbereitung verwendet habe. Ja, will niemand durchhackeln, die RFCs. Es gibt dann Libraries, die das machen. Und danke an Martin, dass er es per Twitter geschrieben hat. Das habe ich gleich reingenommen in den Vortrag. Wie soll man sagen, ich bin da ein bisschen ignorant. Mir kommt so vor, als würde das nicht so wirklich respektiert werden. Und also die RFCs nicht richtig implementiert werden, das heißt, die E-Mail-Adressen irgendwie zu validieren, fragt sich, was die Systeme wirklich da akzeptieren. Meine Quintessenz ist irgendwie persönlich, da noch ein Zitat von Mika, WebD also doesn't identify solutions as valid domain for a mail address and they claim to handle mails. Könnt ihr mal vorstellen, dass da ein Regex dahinter steckt, der ebenfalls nur gewisse Domains erlaubt, zum Beispiel. Und dann verpasst es natürlich, wenn die AKN auch andere TLDs zum Beispiel erlaubt. Ja, für mich war die Quintessenz bezüglich E-Mails parsen. Lassen wir das lieber. E-Mails parsen ist sehr schwierig. Schaut lieber, dass ein E-Mail-Ad-Zeichen zum Beispiel vorkommt. Das ist ein minimaler Test und dort da könnt ihr ja mal den User warnen, falls kein Ad-Zeichen vorkommt, das dürfte keine E-Mail-Adresse sein. Und der Rest, meiner Meinung nach, geht das nur über Verifikation. Also, tut einmal die E-Mail-Adresse akzeptieren und versucht seine E-Mail rüber zu schicken. Sagt die Frau, ob das der richtige Ansatz ist, nur meine Meinung. For fun, wer es visualisieren will, gibt es Werkzeuge, Regwitz. Lustiger findet ihr da auch schon so eine kreativen Sachen wie Regex Crossword. Oder Reghex. Finde ich sehr elegant. Und ihr könnt es auch, das ist aus SVG zusammengebaut und ihr könnt es ja das immer weiter rotieren und das ist schön aligned alles und das kann man gut lesen. Super gemacht. Regex und Regex zu passen ist auch möglich. Also, ich habe es nicht verifiziert, ich habe es mir nicht genau angeschaut, aber es sollte ja im Allgemeinen auch möglich sein.
Das ist mehr oder weniger dasselbe Reading Material, das ich schon beim Vorgängervortrag verwendet habe. Bei Russ Cox, sich den Artikel durchzulesen, sind die sehr sinnvoll. Unicode-Konsortium hat für reguläre Ausblicke was herausgegeben. Big Batch hat auch ein bisschen was drüber geschrieben. Finde ich sehr interessant. Das letzte ist ein bisschen mehr akademisch, aber gibt einen schönen Überblick. Jo, wenn ihr einfache Aufgaben habt, nutzt ihr einfache Tools. Wenn ihr was Mächtiges in der Hand habt, müsst ihr euch um viele Spezialfälle und Ähnliches kümmern. Meiner Meinung nach ist reguläre Ausdrücke da schon passen. Ich weiß, es ist nicht immer leicht zum Lesen etc. Lasst nicht den User angeben, wie der reguläre Ausdruck ausschaut. Das kann meiner Meinung nach daneben gehen. Und Standards sind halt wichtig, dass der Benutzer nicht verwirrt ist. Also mich stört es an regulären Ausdrücken, dass ich nie weiß, wie das Escaping und Ähnliches ausschaut in der entsprechenden Host-Sprache, die halt da zuständig ist.